ihr Lieben, und zwar heute gibt es Eclairs. Und zwar, das war ein Wunsch von einer Abonnentin und ich gebe zu, ich habe die noch nie selber gemacht und finde sie aber sehr lecker und deswegen habe ich mir gedacht, probieren wir das doch. Ich bin noch optimistisch, aber man soll ja den Tag nicht vor den Abend loben, wie ihr wisst. Und zwar, jetzt habe ich hier erstmal die Zutaten für unsere Creme. Denn die muss erstmal abkühlen, nachdem sie gebunden hat sozusagen auf dem Herd. Und deswegen ist es am logischsten, damit anzufangen. Und zwar dafür brauchen wir einmal 225 ml Milch, 15 Gramm Speisestärke, 25 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Ihr könnt auch 30 Gramm Zucker nehmen und dann Vanilleextrakt. Aber ich habe das jetzt nicht da, deswegen mache ich 25 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Dann zwei Eigelbe, eine Prise Salz. Und ja, das war es auch schon, genau. Und jetzt können wir eigentlich schon direkt starten, weil das wird diesmal alles kalt in den Topf gegeben. Alles erstmal zusammen in den Topf. Jetzt brauche ich doch noch mal was zum Rausholen. Jetzt einmal schön verrühren. So, jetzt habe ich das Ganze auf den Herd gegeben und das Wichtige ist jetzt einfach, dass man auf jeden Fall dabei bleibt, dass da einfach keine Klümpchen entstehen und immer schön rühren. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, bis es andickt. So, ich muss mal gucken, dass die Kamera da nicht immer wieder unscharf wird. Denn das Wichtige ist wirklich, bei so einer Creme immer dabei zu bleiben, weil am Anfang dauert es natürlich, weil klar, die Milch ist kalt, kommt aus dem Kühlschrank, muss erstmal warm werden. Aber dann auf einmal geht es nämlich ganz, ganz schnell. Und wenn man das dann aus den Augen verliert, dann kann sich das gleich am Boden absetzen und brennt an und hat dann bittere Stoffe, also schmeckt halt dann einfach nicht. Deswegen, da wo ich die Zeit nehme, dabei bleiben, so lange dauert es ja nun auch nicht. Also falls die Kamera jetzt mal wieder unscharf wird, ich kann nicht immer gucken, dann tut es mir leid, aber ich rühre hier nur rum. So, jetzt komme ich mal um die Ecke und gebe jetzt unsere Füllung in die Schüssel. So, dann ist natürlich wichtig, dass wir Frischhaltefolie nehmen. Und die direkt auf die Creme geben, also jetzt nicht nur oben drauf, sondern direkt auf die Creme, damit keine Haut entsteht. Und dann kommt das Ganze ab in den Kühlschrank und soll einfach erstmal abkühlen. Und wir kümmern uns um den anderen, also um den Teig. So, jetzt geht es weiter mit unserem Teig. Und zwar dazu brauchen wir 120 ml Wasser. Also ich muss sagen, ich mache eine kleine Menge. Ihr könnt es euch ja dementsprechend hochrechnen, falls ihr mehr machen wollt. Und zwar, wie gesagt, 120 ml Wasser, dann 60 Gramm Mehl, so ein Viertel Teelöffel Salz, 60 Gramm Butter und zwei Eier. Und die Eier sollten Raumtemperatur haben. Jetzt gebe ich schon mal etwas Salz zum Mehl. Und jetzt müssen wir dann auch schon zum Herd. Und zwar, das Wasser habe ich hier jetzt schon reingegeben. Dann gebe ich die Butter mit hinzu. Die soll jetzt erstmal schmelzen. Also ihr müsst die Temperatur nicht so hoch haben, dass es blubbert und sprudelt. Soll erstmal einfach die Butter schmelzen. Und ja, dann geht es gleich weiter. So, wenn die Butter dann geschmolzen ist, können wir jetzt auch das Mehl und das Salz dazugeben. Und einfach schön rühren. Schön rühren, damit unten nichts anklebt.
Also ich habe jetzt übrigens die Temperatur ganz, ganz, ganz niedrig gestellt. Im Endeffekt muss man so rühren, damit es so ein Klumpen entsteht. Und wenn das dann alles so schön zusammenbleibt, dann haben wir eigentlich auch schon den Teig. Klar, die Eier kommen noch dazu, aber das ist sozusagen dann erstmal der Brandteig. Und der muss ja dann ein bisschen abkühlen, dass die Eier nicht stocken, wenn wir die dazugeben. Also den gebe ich jetzt raus in die Schüssel und lasse einen Moment abkühlen. So, jetzt habe ich das Ganze einen Moment abkühlen lassen. Dass es aber noch ein bisschen mehr abkühlt, werde ich jetzt einfach noch kein Ei reingeben und werde es einfach so mal durchschlagen. So, und jetzt beginnen wir mit dem Ei. Wie gesagt, wenn ihr eine größere Menge macht, dennoch die Eier schön nacheinander reingeben, also nicht alle auf einmal. Ich habe ja jetzt nur zwei. Aber selbst mit denen mache ich es nacheinander und wieder verrühren. Und dann geben wir das nächste dazu. Und jetzt rühren wir das einfach so lange, bis einfach eine schöne Konsistenz sich ergibt und alles schön, ja, sich miteinander... Ach Gott, jetzt hätte ich fast die Eierschale. Deswegen mache ich in den Videos meistens die Eier immer vorher schon in die Schüssel, bevor ich das Video dann starte, weil es dann doch immer ständig passiert, dass die Eierschale mit reinkommt. Naja, wie gesagt, auf Eierschale achten und jetzt einfach schön verrühren, bis sich alles schön verbindet. Und wenn ihr dann merkt, oder beziehungsweise vor allem, wenn ihr das mit einer Küchenmaschine macht, dass sich das Außen hier noch nicht so verbunden hat, weil es so an die Seite gesprenkelt ist, dann einfach nochmal schön nach unten gehen mit dem Spatel hier und dann nochmal schön verrühren, dass sich wirklich auch alles schön miteinander verbindet. Jetzt habe ich den Teig in eine Spritztülle gegeben. Ihr könnt natürlich selbst gucken, ob ihr so eine Lochtülle nehmt oder eine, die jetzt hier so eine Sternchenform hat. Kann man machen, wie man will. Und dann müssen wir einfach, das ist bei mir ein bisschen blöd, weil das Blech, ihr seht es. Versuch's trotzdem mal, einfach so Eclairs machen. Tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen schräg ist, aber das Blech, das dreht sich eh wieder. Deswegen müsst ihr das sonst anders fixieren. Oder ihr macht halt einfach so eine Art Windbeutel. Jetzt habe ich ganz vergessen. Vor lauter Konzentration, ob ich schon gesagt hatte, dass ich den Ofen jetzt auf 200 Grad vorheizen lasse sozusagen. Da geht das Ganze dann ab hinein für so 10 Minuten und dann wird das Ganze auf 170 Grad runtergestellt und dann bleibt es weiter in dem Ofen und am Schluss sage ich euch dann, also einfach bis es so goldgelb ist oder goldbraun, aber ich sage euch dann genau nochmal die Zeit am Ende. So, jetzt können wir weitermachen. Und zwar die Eclairs waren jetzt erstmal bei 200 Grad 10 Minuten im Ofen. Und dann habe ich auf 170 Grad runtergestellt. Und da war das Ganze dann jetzt nochmal 30 Minuten im Ofen. Und jetzt nehme ich mir die und werde einfach ein Loch reinmachen auf beiden Seiten. Man kann sie natürlich aufschneiden, aber ich habe mich jetzt einfach für die Variante entschieden. Im Endeffekt kann man das machen, wie man mag. Und dann können wir das Ganze befüllen. Ich habe jetzt hier die Creme mal umgefüllt.
Ne? Und jetzt müssen wir das Ganze halt einfach befüllen. So, und zum Abschluss brauchen wir noch den, also die Schokoladenglasur. Da habe ich jetzt 60 Gramm Zartbitterschokolade. Ich habe jetzt einfach so eine geraspelte genommen, weil die keine Schokotröpfchen mehr da hatten. Und 60 Milliliter Sahne steht jetzt gerade auf dem Herd und ist erhitzig. Und dann geben wir das zu der Schokolade. So, die Sahne ist jetzt heiß. Und jetzt geben wir das über die Schokolade und dann kann das Ganze schön schmelzen. So, und jetzt sind wir dann auch schon zum Ende oder beim Ende. Und zwar kann man jetzt halt selbst gucken, wie man das Ganze, ob man das einfach so drüber gibt. So einfach so ein bisschen so verschnörkelt. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Jetzt muss das Ganze einfach noch hart werden, also die Schokolade. So, ihr Lieben, da bin ich nochmal. Und zwar, ich habe das eine hier mal aufgeschnitten, damit ihr das auch so von innen seht. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer ich grüße nochmal die Abonnentin, die sich das gewünscht hat. Ich hoffe sehr, dass es diesmal gelingt. Wie gesagt, ich habe es jetzt, also das ist ja keine Geschichte, ich habe es jetzt auch das erste Mal gemacht. Und wenn du die Schritte so befolgst, dann dürfte da eigentlich nichts schief gehen. Und ich drücke die Daumen, natürlich auch für alle anderen, die es nachmachen wollen. Und ja, dann macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!